Tagung Industriekultur neu erzählt. Internationale Vermittlungspraktiken hat ja letzten Herbst nicht stattfinden. Und das ist natürlich sehr schade, weil man sich nicht persönlich austauschen kann und die besten Beispiele miteinander teilen. Aber es hat doch dazu geführt, dass man halt innovativ ist und sich um neue Vermittlungsformate bemüht. Und das Video ist ja Bestandteil von dieser innovativen und kreativen Haltung. Und ich glaube, so muss man weitergehen. Und ich wünsche für die nächste Tagung wie für diese Tagung schöne, tolle, neue Ein- und Aussichten. Kilian, wie hast du geschafft, dass du hier in dieser Industriekultur kannst Emotionen wecken? Ich glaube, wichtig ist der Originalschauplatz. Also wie man hier sieht, im Brückenmuseum, das ist gerade der Wow-Effekt, der eine Emotion da ist. Und da ist natürlich wichtig, eine Geschichte zu erzählen mit Leuten, mit Drama. Und da ist auch der Bau vom Gotthardtunnel, da musst du nichts erfinden. Das ist so dramatisch gegangen, mit so vielen Toten, mit so vielen Problemen mit der Finanzierung und so. Da kann man sich damit identifizieren und sieht, versteht ein bisschen, was das für ein Problem war, im 19. Jahrhundert so einen Tunnel zu bauen. Wir sind hier in Göschene, wo wir mit einem Gestalter zusammen 2016 die Freiluftausstellung gemacht hat, Rundgang Gotthardtunneldorf. Und ich denke, wichtig ist für einen Anlass, ist natürlich die Eröffnung von der NEAT 2016, dass man sich überlegt hat, wo erzählt man eigentlich die Geschichte, die früher schon stattgefunden hat, nämlich in Göschene, wo ja der erste Eisenbahntunnel gebaut worden ist. Du selber hast ja auch Emotionen zum Thema und zu gewissen Orten. Darum stehen wir ja auch hier an diesem traumhaft speziellen Ort. Was ist da die Emotion, die bei dir selber das auslöst, die Geschichte? Also es ist einfach der Ort, den ich jetzt gehe, daheim gehe, entdeckt. Weil am Gotthard gibt es schon alles. Aber das habe ich das erste Mal gesehen und fotografiert und verbreitet auf Facebook. Das war eigentlich spannender. Und ich glaube, so eine, auch die Führung, die ich mache, die leben natürlich davon, dass ich selber begeistert bin. Und auch die, so die Leute, denke ich, mich packen. Und das spornt mich wieder an, wieder so probiere ich, Emotionen überzubringen. Industriekultur am Abach transportiert ganz viel Emotionen. Das tut es zum einen technisch, indem man plötzlich einen Protagonist, teils auch längst verstorbene Protagonisten vor Ort hat, über Audio gehört, gleichzeitig sieht oder kann suchen, in einem AR-Panel oder in einem VR plötzlich in einem virtuellen Raum steht und sich kann fühlen, als würde man gerade in der Wohnstube sitzen. Dann ist es aber nicht einfach eine technische Spielerei, sondern nach Emotionen haben wir auch gesucht während dem Erstellen der Beiträge. So stehen wir plötzlich in der Linienstraße Niederlande oder am Weberweg. Und ja, wie der Name schon sagt, ganz klar, der Bezug ist gegeben. Aber wenn dann genau dort beim Lüten noch eine Person rauskommt, die in einer Hetex beispielsweise geschafft hat und einem mit ihren Händen den Katalog zeigt, wo sie selber drin vorkommt und Geschichten erzählt über Hetex, über Visa Gloria, über Hero, dann ist das etwas Wunderschönes, etwas, was auch so ein bisschen als Outtake jetzt auf den Museum Aargau Blog gesetzt worden ist, in Form von Podcasts, Oral History Beiträgen, die absolut wertig sind. Und zwar nicht, weil man da irgendwie technisch viel reinsteckt, sondern weil Personen selber Emotion und Authentizität transportieren. Das hat dazu geführt, dass das Angebot zuerst auch Gesichter der Geschichte geheissen hat. Und die Idee war, dass die App in dem Sinne die bestmögliche Vitrine für die Personen, für die Geschichten bietet. Und so ist die Emotion auch geknüpft an Geschichten. Es sind nicht einfach Stelen, die hier stehen und sagen, das Gebäude dann, sondern man folgt einer Geschichte, einer Szenografie. Man kann das verstehen wie einen Film. Wer eine Tour gemacht hat, hat also so einen Live-Film vor Ort besucht und interessiert sich hoffentlich auch nach jedem Posten, was kommt jetzt und wie geht die Geschichte weiter. Und das ist eine sehr schöne Form von Erzählen, die natürlich auch geografisch stattfindet und so ein durchaus spannendes Erlebnis bietet.
Herzlich willkommen im Haus der Museen in Olten. Also das Tunnel ist einfach emotional und vom Atmosphärischen sicher einer der gelungensten Teile, finde ich. Aber ich bin ja noch museologisch geschult, oder? Und was mich eigentlich so wirklich freut, ist, dass man alles so ein bisschen gleichwertig behandelt. Das heisst, selbst so ein Ölkabel kommt eine Haube über und wird als Museumsobjekt ernst genommen. Genauso wie unsere Bürgerbecher oder unsere wertvollen Monstranzen, die eigentlich nicht uns gehören, sondern eine Dauerleihgabe sind von der christkatholischen Kirche. Also all das, was glänzt, was wirklich auch materiellen Wert hat, oder da der Orden oder eben da die Bürgerbecher. Also dass die Bürgerbecher genau so eine Haube haben wie ein Ölkabel, das freut mich eigentlich ungemein. Und das ist auch so ein bisschen unsere Politik in Anführungs- und Schlusszeichen, dass man alle Objekte als Zeugen behandelt, als Zeitzeugen, abgesehen von ihrem materiellen Wert. Und was wir leider nicht ausgestellt haben, aber in der Textilsammlung haben wir zum Beispiel ganz grusige, mehrfach geflickte Wollsocken, die auch aufgetrennt worden sind, gerade auch zum zeigen, wie man eben mit Rohstoff umgegangen ist, noch vor 100 Jahren. Nämlich, dass man die brauchbaren Teile von einer Socke aufgetrennt hat, nochmal gebraucht hat, aufgewickelt hat. Und der andere Teil, der so geflickt war, wenn er noch ganz war, hat man dann vielleicht sogar als Bettsocken noch gebraucht. Und genau so, auch so wüste Sachen sammeln wir, weil sie eben etwas über die Geschichte, über die Menschen und über den Umgang mit ihrer Umwelt aussagen.